Hallihallihallo. Erster quasi regulärer Stream in diesem Jahr. Herzlich willkommen 2019, lautet die Zahl. Und wir beginnen natürlich mit Vampire Stone. So wie es in der Reihenfolge gerade stand. Und nachher gibt es dann Lego Star Wars. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber Vampire Stone bin ich auch gespannt. Wow. War das schon? Was? War das schon immer so laut? Glaube nicht. So. Ihr könnt es auch so lassen. Das ist natürlich die Frage. Ah ne, ah, doch, das ist das Richtige, aber... der muss natürlich... So. Ne? Nein, das ist schon das richtige Der hier war's. Aber warum? So, warum war das verstellt? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Wo sind wir? Was ist Sache und wieso überhaupt ist er rasend? Das sind alles Fragen, die wir jetzt fragen und beantworten müssen. Wir haben ein Schmerzmittelwundverband, Antikrankheitsserum, Pipapo. Die sind recht quicklebendig. Sie könnte etwas Teilung aufnehmen. Aber das war's auch schon. Ansonsten ist er rasend. Ist die Frage, warum? Oder warum nicht? Aber sorgen wir erstmal dafür, dass er nicht mehr rasend ist. So, wir sind Level, Moment, 26. Wo sind wir überhaupt? Ah. Wo war denn Udaya? Level 92, aber wahrscheinlich in einem anderen Spiel. Guten Abend, Ari. Ja, mal kurz überlegen. Ist das hier? Nee. Das ist da oben links. Wir müssen nach oben links. Schub, 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 schub. Ist gerade hier das Game offen ist. Jetzt gerade hier das Game, das offen ist auf dem Monitor. Wieso trollst du mich? Das hier ist... Boah, dieser Wind, der pfeift so krass. Das ist so... Verdammt, jetzt habe ich nicht gesehen, welche Stadt das ist. Uruya, 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 bla bla bla. Yeah, direkten Kampf. Naja, ich habe überhaupt keinen Plan mehr.
was gegen wen ich, weil du zwei Monitore hast. Ah, okay. Du kleiner Troll. Was war denn effektiv? Ich meine, bei den Rittern war es... Ah, jetzt war auch wahrscheinlich nicht der. Und... Machen wir einfach zweimal auf ihn. Außerdem gab es dann mal... Außerdem gab es mal einen Bot, der immer langweilig war, wenn er nichts im Chat war. Das stimmt, den gab's. Den gibt's aber nicht mehr. Weil... Gründe. Ich weiß tatsächlich nicht. Wollte das eigentlich anpassen, den Bot. Und der Bot hat aber, das hat ja mal funktioniert. Ich habe halt den Bot komplett zurückgesetzt und das neu gemacht. Alles nur so semi eingerichtet mit den Bots. Und ich glaube, das einzige Sinnvolle, was er jetzt macht, sind die Befehle. Ah, ich hätte die aussaugen müssen. Daran muss ich denken. Immer aussaugen, ja, ja. So. Jetzt, eigentlich müssen wir hier weiter, wenn ich mich richtig erinnere, war hier im Süden. Irgendwo eine Höhle. Kämpfen wir mal hier nicht. Sondern fliehen in Schande. Heiliger Sturm. Schadet und verwirrt alle Gegner. Naja, ausprobieren. Eisregen und Feuerregen. Alle Elemente. Alle auf sie drauf. Verdammt! Also sie sind zwar jetzt tot, aber irgendjemand wurde hier verkranket. Ich glaube, ich habe mir mal meine Heiltragen. Kylex hier, Wundverband. Antikrankheit. Sehr gut. So. Tschüss. Wo war denn jetzt diese Höhle? Wie viel Schaden machen wir denn nur mit Angriffen? Okay. Sick. Ne, da geht's bestimmt nicht zu der Höhle. Ja, ich weiß, dass ich mich in einem Wolf verwandeln hätte können, um hier schneller lang zu laufen. Das war eine Truhe, die wir noch nicht geöffnet haben. Heiliger Sand. Vielleicht machen wir das auch jetzt, aber jetzt, wenn wir alle nacheinander angreifen, dann stirbt er. Nein, scheinbar nicht. Und sie ist eingeschlafen. Das wäre der Punkt, wo ich hätte Magie verwenden sollen, nicht? Schade. Blutheilen kann ich bei denen sowieso nicht. Blut trinken geht bei denen nicht. Schatten des Wolfes. Ich will nur rauskriegen, wo diese Höhle war. Oh, ich sollte mein Handy nicht mit Vibration. Moment. Was geht jetzt ab? Ah, okay. Ich dachte kurz, ich werde angerufen. Aber nö. Jetzt habe ich es auf Stumm. Jetzt ignoriere ich alles, was da kommen mag. So. Ach, guck mal, hier ist noch eine Truhe. Ein Eisring. So, so. Das ist natürlich nur die Frage, wo diese Höhle war. Diese wundersame. Dachte ich mir. Deswegen habe ich das auf Stumm gemacht. Das wusste ich doch, dass du das vorhast, wenn ich das so erzähle.
Deswegen habe ich mein Handy auf Stumm gepackt. Waren da jetzt welche? War noch betroffen, oder nicht? Er leidet keinen Schaden. Ja gut. Schnups. Schnups. Ja. Sehr gut. Es bleibt dann noch die Frage, wo diese Höhle hin ist. Die muss doch quasi hier... Da. Nein! Jetzt geht er rein. Okay. Ja, ich meine, wir haben ja nicht viel gemacht. Wir sind hier rüber geflogen. Ah, die hier. Aber ich habe etwas gefunden im Internet. Und zwar Gegner-Stats. Haha, das ist kein Cheaten. Es ist nur die Frage, Gebirge, Feuergebirge, Höhlen. Aha. Okay. Aha. Schreine, Wüste, Städte. Gebiet westlich von, okay. Mhm. Ist ja nicht im Wald. Da, Schattenwald. Der Junge hat 200 HP, 10 MP, 175 Angriff, 150 Verteidigung bereit, 200 XP für uns bereit. Das heißt aber doch eigentlich, ich sehe gerade, was hier noch für Gegner gibt, das gefällt mir nur so halb. Und es Erde, also der heißt Erdelementar, schade. Na, jetzt mal Lichtblitz, dann treffen die nicht so oft. Eisregen ist gut und Feuerregen. Erstmal so viel Damage. Alles klar. Erde, Feuer ist schon mal gar nicht geil. Das hat auch nichts gebracht. Mhm, die Angriffe sinken. Eis ist gut, also okay. Weiter Eisregen. Was ist mit Explosion? Ich meine, das ist Erde. Erde kann man sprengen. Alles klar, kann man nicht. Aha. Dann, probieren wir den einfach mal aus. Du machst nochmal einen Eisregen und du machst Blutheilung. So, die können jetzt nicht mehr klar denken, das ist schon mal... Okay, an sich kriegt man sie down. Das einzige Problem ist... das Blut. Mir wird früher oder später das Blut ausgehen. Und ich sehe hier keine Möglichkeit gerade... Ah, die großen Würmer haben 190 HP. Ein bisschen mehr Magieschaden. Ist die Frage, was gegen die krass ist. Wir sollten Mr. Valnar auf jeden Fall das Mana behalten. So viel dazu. Kommen wir hier nämlich nicht mehr weg. Komm schon.
das ist jetzt der Punkt, wo wir ein Problem kriegen. Moment, aber vielleicht einfach mal ausprobieren. Bevor dem Blutrausch verfällt, da habe ich gar keinen Bock auf Feuerring, haben wir noch nicht ausprobiert. Feuerring wäre gut gewesen. Man kann Blut trinken. Arrrr. Auf jeden Fall, du Blut saugen und du großen Feuerpunkt. Ah, es sind alle Level gestiegen, außer Mister, ich muss sterben und bin doof. Dummer Idiot. Das war, warum habe ich den Heiltrank genommen? Der gibt 300 HP. Und ich sollte mich in einen blöden Wolf verwandeln. Können wir fliehen? Nein. Ah. Wolf. Da. Nicht in Wolfsgestalt. Verdammt. Warum habe ich mich verwandelt? Gibt's hier irgendwas? Was kann ich? Du kannst auch. Na, verwandeln wir uns bald wieder zurück. Damit. Nein! Das geht jetzt ab, Ari. Dammit! Hätte ich die verfällt gleich in Raserei, das ist ganz lustig. Wurm, Wurm, Wurm! Ah! Ari, was passiert hier? Wolfsgestalt. Wir laufen erstmal in eine Richtung. Ah, Wolf. Wusstest du das nicht? Faxi ist rasend. Wie viel Blut haben wir denn noch? Können wir den Jungs Blut aussaugen? Ich denke mal eher so, nein. Was? Okay, man kann die doch. Ah, stimmt. Ja, man kann sich in einen Wolf verwandeln. Das war dumm. Jetzt wird er auch gleich rasend. Ah, wenn die rasend sind, kann man einfach nichts mehr machen. Wow. Nein, im Kampf bist du kein Wolf. Kann der jetzt mal verrecken? Ich muss sowieso gleich, hier weg. Den kann man dann auch. Oh, 1 HP, mal schauen, machst du denn doch. Okay, das hat jetzt, verdammt. Besieg den. 19? Habe ich nicht irgendwas Krasses? Nein. Damit.
Gut, aber dann dürfte jetzt, genau, Maske auch Level 27 sein. Ja, bevor wir jetzt alle verrecken, sag mir bitte, dass ich noch... Können es eigentlich ins... Moment. Eingang? Magierzimmer? Dann gehen wir mal in die Gruft und verkaufen unser ganzes Silber. Okay. So, jetzt müssen wir... Jetzt habe ich nämlich auch kein Blut, um quasi per Schnellreise in die nächstgelegene Stadt zu rennen. Das heißt, wir müssen das auf die ganz altmodische Art und Weise machen. Aber ich habe ein gutes Gefühl bei der Höhle, dass wir da mal weiterkommen. Schnubbidi schnump. Vielleicht greift uns ja einer an und es sind nicht alle rasend. Doch, es sind alle rasend. So kriegen wir immer ein paar kleine Seelen. Oder schwache Seelen. Apropos, wie viele habe ich eigentlich? Schwache Seelen 5, normale Seelen 54. Halleluja. Ich kann so nichts machen in den Käpfen. Doch, Vorsprung kann ich. Wieder zwei schwache Seelen. Und wieder. Ah, es ist. Ah, sehr gut. Es ist gerade dunkel geworden. That would be perfect. So we can suck some blood. So, von dem hier zum Beispiel. Hey ho! Danke. Oh. Oh, den haben wir wohl schon zweimal ausgesaugt. Ja, gut. Gucken wir mal, wenn wir gerade schon hier sind, noch nach eben neuem Zeus. Na, was hast du? Den Bullshit behalte ich mal alles, weil vielleicht habe ich irgendwann einen Gegner, wo ich mir denke, ja, da brauche ich genau das. Und danach habe ich einen Gegner, wo ich genau sage, ich brauche das. Ich kann mir legit nichts davon holen. Und das ist alles cooler. Ja, stimmt. Ein bisschen Schwund ist immer, da hast du recht. Naja, der eine mehr oder weniger in diesem Dorf, wo hier nur... Ach, ich hätte umhin. 10 Leute wohnen und dann fällt das doch keinem auf, wenn da der Typ, der immer oben rechts steht, auf einmal weg ist. Philippant! Der ist, durchgebrannt. Hallo! Schauen Sie sich ruhig rum! Ha. Die Frage ist, was sie hat. Und zunächst erstmal haben die kein Leben. Nicht so schlimm. Du hast giftige Krallen, das ist plus 48 Angriff. Ja, gönn dir, Schätzchen. Dann kaufen wir ihr die. Muss ich aber gleich auch irgendwie mal. Ha! Sick.
Aber es gab jetzt nicht so viel. Aber macht ja nichts. Wir gucken mal, ob wir bei dem Typen hier unten noch wenigstens dann ein paar Blutfiolen oder sowas holen. Ich geh mal nicht. 50 Blut. Oh, 6 Stück. Einfach um uns vorm Verdursten zu beschützen. Ist nicht zu teuer. Fähigkeit. Tschüss. Ja, okay, dann sehe ich Maus. Na, ich wollte gerade sagen, wenn wir so nicht darüber gekommen wären, dann wie sonst? In irgendeine Richtung muss man ja gehen. Oh, boom. That's cool. Because I can suck some blood. Nee, Eisring war gar nicht so geil auf die, oder? Oh, Todeswolke. Erstmal. Oh, okay, Dings blutet. Kill ihn! Sehr gut! Das hat ja eine gewisse Chance, jemanden zu töten. So eine Mücke? In die Jahreszeit? Nee. Das war irgendein Flatterviech. Scheinbar schimmelt hier wieder in dieser Wohnung. Oh nein. Okay, gegen die ist Feuer wohl sehr effektiv. Hat der nicht auch? Moment. Auch ein Feuerball. Ah, Blutheilung, weil der Junge gerade am Abkämpfen ist. Vielleicht reicht das ja. Nein, es reicht nicht. Aber... trotzdem heilen. Das Ausgewichten ist... Und heilen wir nochmal. Schade. Jetzt ist er tot. Sehr, sehr gut. Immer Aska so aus dem Maul bekommt, super nervig. Das ist gar nicht so schlecht. Töte einfach ein. Das war ein kritischer Treffer mit 19 Schaden? Das kann ja nicht sein. Schade. Habt ihr... Alter, der Bomb. Es macht halt... so viel Schaden, ne? Feuerregen machen. Alter, okay, allein ist fast tot.
Warum wollen die denn jetzt nicht sterben? Das war knapp. Ach, jetzt! Alle mal eine Stunde früher verrecken können. Jetzt muss ich mal hier meinen Wundverband. Kann er mehr am Bluten? Na, sie hat noch genug Blut. Könnten jetzt auch einfach mal wieder nicht alle drei Schritte in Gegner kommen. Aha. Sehr, sehr cool. Dafür lohnt sich. Beenden wir halt unsere Verwandlung. Wir benutzen einen Speicherstein. Schatten verbergen oft nur einen Teil dessen, was wirklich ist. Moin! Was macht ihr denn hier? Hier findet gerade eine ritterliche Untersuchung statt. Verschwindet! Nun, wir sind ebenfalls auf der Suche nach etwas. Das interessiert mich nicht. Nicht im geringsten. Verschwindet, oder wir werden euch im Namen des Königs hinrichten. Im Namen des Königs? Uns interessiert der König nicht. Besser ihr verschwindet. Sofort. Jetzt reicht es. Im Namen von Nase juckt. Im Namen von König Geralt. Ich verhänge euch über die Strafe Todes. Dass euch Ritter nie ein originellerer Satz einfällt. Okay, wir haben folgendes Problem. Ich habe das Blut nicht aufgefrischt. Aber wir können es ja mal versuchen. Heiliger Sturm. Eisregen. Feuerring? Feuerring. Au! Das hat wehgetan. Wer heißt wie? Ja, der heißt Nase juckt. Das habe ich gerade so mit. Also, das ist der Spitzname, den ich mir gerade gegeben habe. Gerade eben. Ganz, ganz frisch ausgedacht. Ja. Mhm. Das Aussaugen ist wichtig. Dann bluten die nämlich auch. Und Asuka ist tot. Halleluja. Fuck. Mit dir. Aber das muss doch Schaden machen. Dann machen wir halt das. Nervt gerade nämlich ein bisschen. Nein! Oh, die haben sich geheilt. Ich glaube, jetzt habe ich ihm fast wieder anscheinend gut gemacht. Nochmal die Lichtkugel auf den Anführern. Ja.
Ah, Anführer ist tot. Sehr gut. So. Oh, okay. So, Asuka ist eh doof, das eine Mal, wo ich mitbekommen habe, hat er dich alleine zurückgelassen, nachdem er den Bürgermeister und seine Frau so gekillt hat und meinte es. Ach ja. Ja, Asuka ist aber cooler, als man am Anfang dachte. Beziehungsweise wir werden genauso ein Arschloch wie er. Ich meine, er ist halt schon ein bisschen alt. Nun hat König Geralt wohl traurigerweise ein paar Ritter weniger. Matsch, matsch, matsch. Mal schauen, ob der Schlüssel passt, den wir in Tradan gefunden haben. Ha! Gut, dass wir den Schlüssel haben. Bevor wir... Verdammt heiß hier. Und es stinkt extrem nach Schwefel. Wir sollten gut aufpassen. Ja, die sind alle stinksauer. Weil sie alle kein Blut mehr haben. Aber dafür haben wir den Scheiß ja mit. Beziehungsweise halt den hier. Und den Rest kann sie auffüllen mit ihrer Fähigkeit. Die kostet halt nur 3 Blut. So. Bitte kein Kampf, bitte kein Kampf, bitte kein Kampf. Konntest du nicht Blut von den Rittern saugen? Ja, aber das geht nur einmal, danach sind die leer. Nein! Der gibt halt 290, der gibt nur 290 XP. Okay, Feuer schadet ihm nicht. Ich muss mir einmal testen. Eis aber. Greifen wir jetzt einfach alle an. Haha. Das kann man nicht machen. Ja, fetter Drache, der gar nicht so, also ich dachte auch so, fuck. Aber ich hab, moin Raven übrigens. Ich hab diesmal auf der linken Seite die ganze, so eine Liste mit Gegnern. Wie viel HP die haben, MP, Angriff, Verteidigung und wie viel XP die geben. Und der ist gar nicht so viel stärker als dieses Erdelementar, was man am Anfang in der Höhle hatte. Gut, ich sehe gerade, ich sollte ihn nochmal mit dem Eismeteorit abwerfen. Aha, ah, okay, so. So macht er viel Schaden. Okay, das hat er bis gerade nicht gemacht. So viel dazu. Aber eigentlich müsste er jetzt tot sein. Gut, er ist ausgewichen und hat 64 Schaden gemacht. Damn it! So. Geht doch. Ist ja doof, wenn man die ganzen Werte etc. da hat oder nicht. Nein, ist überhaupt nicht doof. Das ist eigentlich ganz gut. Ich meine, das ist ja nichts anderes, als dass ich eine grobe Idee habe, ob ich gegen sie beanstehe oder nicht. Dann muss ich nicht tausendmal sterben. Ich meine, ich habe ja wirklich nur HP. MP bringt mir ja nichts. Angriff und Verteidigung kann ich so ein bisschen vergleichen, ob ich gegen die ankomme oder ob die mich one-hitten. Und ich sehe nochmal, wie viel XP die Gegner sehen. Das heißt, ich kann da ein bisschen besser leveln. Ne, ich weiß nicht genau, was ich machen muss. Ich weiß immer, zum Beispiel steht hier nicht, was gegen die effektiv ist. Also das kann man sich zwar ein bisschen denken, dass ein Drache zum Beispiel Feuer keinen Schaden macht. Das ist ja aber auch nicht, nur weil es logisch ist, heißt es ja nicht, dass es in dem Spiel funktionieren muss. Das Einzige, was ich halt gespoilert werde, ist so ein bisschen, dass ich sehe, welchem Gebiet, also wenn ich jetzt hier das Gebiet sehe, was für Kämpfe ich habe. Ja, aber Flucht ist ja auch nicht garantiert. Es ist eher, dass ich weiß, ob es sich überhaupt lohnt, in ein Gebiet zu gehen oder nicht. Es ist nicht... Also ich finde, das bei so einem Spiel ist das kein Cheaten, bei dieser Art von Spiel. Ich meine, die Kämpfe sind sowieso nur Leveln. So. Wow. Wieso hat Asuka... Ein AP.
Ich weiß nicht. Das lohnt sich halt nicht, weil. Jetzt geht ihr das Ding aus, das heißt, sie rastet gleich aus. Yeah! So. Oh. Heilbalsam. Ein Heiltrank. Das war definitiv schon mal die falsche Höhle. Aber zwei Kisten öffnen ist jetzt nicht so bad. Dammit! Ja gut! Tschüss! Also der ist auch, also nur zum Vergleich, der Drache, den wir gerade bekämpft hatten, hatte 320 HP, der hatte jetzt 250 HP. Er macht sogar weniger Schaden und hat eine niedrige Verteidigung. Und gibt 20 weniger. Aber ich will gerade nicht so viel kämpfen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin nur geflogen, weil ich weiß, dass ich den nicht besiegen kann. Sondern ich will halt eigentlich gerade nicht so viel Blut verschwenden. Wobei, vielleicht sollte ich lieber jetzt nochmal zurück in die Zuflucht, bevor ich... vielleicht wieder alle am Ausrasten sind. Ich meine, wir müssen sowieso warten, also der Zufluchtszauber geht sowieso nur, wenn wir nicht verwandelt sind. Das heißt, ich kann jetzt auch noch die 10 Sekunden abfliegen. Dang it. Ja, aber jetzt gerade wollte ich erstmal gucken, wo ich hin muss, dass ich das schon mal weiß. Und dann kann man leveln, weil... Sonst muss ich hier tausendmal zurück, wenn ich level mit den ganzen Kämpfen. Ich will schon gezielt leveln. Zumindest ist das der Plan. So, wir gehen in... in unser Zimmer. Wir hauen uns erstmal aufs Ohr. Schnupp, schnupp. Gute Nacht. So. Jetzt brauchen wir nur noch Blut. Das können wir uns ja... einfach hier drüben holen. Moin. Ich meine, ja, mit... ah, die Musik. Achso. Damit. So. Weiter kann's gehen. Wenn wir das immer rechtzeitig machen, ist ja alles entspannt. Das ist einfach, damit man nicht alle 5 Meter kämpfen muss. Mann. Ich will jetzt gegen die Drachen auch nicht kämpfen. Ich will. Und also, wenn jetzt ein Zombie kommt, dann probiere ich den aus. Dang it!
Wie kommt man denn da rüber? Raff ich nicht. So, gegen den müssen wir mal kämpfen jetzt hier. Wie sieht's aus mit einem Eisball? Oder wie sieht's aus mit einem Explosion? Komm! Waren das gerade. Okay. Waren das gerade. 99 Schaden. Ho. Ah, alles klar. Easy. Noch ein Boss. Checker. Richtig, wie kommen wir richtig vorwärts heute? Und das innerhalb der ersten Stunde. Bei Bossen gucke ich nicht. Können wir jetzt, also jetzt, weil ich auch kein, also es lohnt sich nicht, den rauszusuchen. Shop. So, ja. Schnubbidiwupp. Wo sind wir? Aha! So, wir schaffen den Boss bestimmt. Leveln können wir danach. Jetzt heben wir uns erstmal die ganzen, das ganze Blut auf. Boah. Ah, wir haben Eichhörer gefunden. Lol. Aisha. Jetzt haben wir sie. Da seid ihr ja endlich. Was soll das heißen, da seid ihr ja endlich? Oh, wie tragisch. Hat da jemand etwa keine Ahnung? Glaubt ihr, ich hätte den Schlüssel zufällig in Trandan vergessen? Also hast du Trandan zerstört? Ich weiß nicht mehr, was für eine Stimme sie hat. Natürlich. Wer wäre denn sonst dazu imstande gewesen? Also, ich hätte das auch gekonnt. Aska! Ich wusste, ihr würdet den Schlüssel finden. Aber warum das alles? Wieso bist du plötzlich böse? Wieso dieses Versteckspiel? Ich bin böse? Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals anders gewesen zu sein. Und ob du mal anders warst. Wir haben uns geliebt. Ich habe dich geliebt? Und wieso bist du geflohen, wenn du uns nun doch zu dir gelockt hast? Ihr stellt mir ein bisschen zu viele Fragen. Aber ich lasse euch dumm sterben. Spürt ihr dieses Kribbeln in der Luft? Und diese merkwürdigen Kristalle? Diese Höhle enthält pure Energie, direkt aus dem Herzen der Erde. Und wie ihr euch vom Blut aus dem Herzen der Menschen ernährt habt, so habe ich mich hier geweidet. Oh, wie ich diese Energie gegossen, genossen, und wie stark sie mich gemacht hat. Ich bin geflohen, weil ich schwach war. Doch jetzt ist die Zeit reif. Ich habe Trandan vernichtet und den Schlüssel dort in der Gruft gelassen, sodass ich sicher sein konnte, dass ihr ihn finden werdet. Und gleichzeitig habe ich mir noch etwas Zeit verschafft, um auch meine allerletzte Körperzelle mit reinster Energie zu erfüllen. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Zelle meines Körpers ist froh. Ihr habt allerdings länger gebraucht, als ich gedacht hätte. Und so habe ich angefangen, mich zu langweilen. Deine Langeweile wird bald ein Ende haben. Bereite dich auf deine Existenz als Blutgeist vor. Aisha, machen wir diese Verrückte fertig. Wie zu füllen? Ja, manchmal überlese ich halt manche Sachen. Es wird mir Freude bereiten, euer Blut in der Lava versickern zu sehen. Okay. Toi, toi, toi. Das sieht ziemlich krank aus, wenn ich hier meinen Kopf auf dem Knie ablege. Nee, du denkst Sachen dazu. Du sagtest zu erfüllen. Zu füllen. Ja, pff, ist doch egal, solange der Sinn der ähnliche ist. Wir wissen, was Sache ist. Sie ist böse, wir müssen sie besiegen. Also. Alles easy. Die Musik ist echt cool. Die ganzen Jahre lang habe ich dich geliebt. Und jetzt bist du ein Monster. Tja, hättest du mal auf mich gehört.
Jetzt ist keine Zeit für sowas. Wir werden sie einfach vernichten und dann ist Schluss. Na komm doch, du Hure. Hure? Woran erinnert mich das nur? Walner, denk später, jetzt kämpfe. Okay, kämpfen wir und denken nicht. Was ist wohl stark gegen sie? Heiliger Sturm, klingt gut. Eisiger Meteorit? Und vielleicht ein großer Feuerball? Pomm! Ja, alles schon mal. Okay, das war alles schon mal nicht bad. Aber die macht auch Schaden. Blenden wir sie. Gucken mal, ob wir sie töten können. Und ob wir auch vergiften können. Ja, das macht nicht viel Schaden. Ach schade, ich hatte gehofft, dass sie wenigstens vergiftet ist. Verdammt! Was? Wow! Wow, 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 wow. Wieso zu sagen, was ich machen soll? Also es ist nicht erlaubt, falls es weiterhilft, den Kampf... Oh, verdammt. Den Kampf jetzt schneller zu machen, das ist ja Bullshit. Das wäre Spoiler. Aber du sagst das so, als hätte ich wieder irgendwas überlesen. Achso. Ja, würde ich ja gerne, aber allein schläft. Ah ne, sie ist tot. Gut, das ist... Ist nicht viel besser. Wir können mal gucken, ob wir sie aufgeweckt kriegen, sinnvoll. Ich habe natürlich diesmal nicht Feuer gespeichert. Okay. Sie rastet scheinbar jetzt richtig aus. Sieht auf jeden Fall cooler aus. Ja, keine Ahnung. Die hat nicht mehr so viel. Kann man sie nochmal aussaugen? Das wäre cool. Und weil der hier nervt. Weil halt einen Heiltrank auf sie. So ein bisschen over the top. Aber dann explodieren wir sie halt. Aha. Die Explosion war leider bei den Drachen nur so krass gerade. Aber man kann... Ah, man kann... Okay, man kann ständig bei ihr Blut saugen. Das ist cool. Dann versuchen wir sie mal zu verwirren. Das hat auch 50 Schaden gemacht. Du heilst sie. Ah, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Na, sie hat sich geheilt. Ah, den Heal haben wir quasi schon wieder. Das Nervige ist, dass er so wenig Blut hat. Das war gar nicht so schlecht. Achso, ja, das ist ein guter Gedanke. Ich wusste halt auch nicht, dass es lange ist. Ich habe nicht gelesen, warum er blind ist. Aber passt schon. Er muss einfach die ganze Zeit Blut saugen und der macht das und du machst Feuerball. Weiter, bumm! Ah, die hat... Okay, das stand da wahrscheinlich gerade schon. Nein! Ja! Woo! Sie sind nicht eingeschlafen. Greif mal normal an. Er hat nur noch so wenig. Egal, wir müssen die fertig kriegen. Kostet es, was es wolle.
Du halt bitte nochmal. Ah, sie ist ausgewöhnt. Nein, 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 nein! Ja, mit Dings können wir. Toll. Jetzt schlafen alle ein. Ah, die ist schon blind. Also so langsam geht's vor die Hunde. Ja, jetzt schlafen alle. Dang it! 100! Ah, okay, das ist ein gutes Zeichen. Wenn da so Texte kommen. Also an sich war es ein gutes Zeichen. Ah! Wenn wir sie besiegt haben, haben wir aber eins der Hauptquests des Spiels gemacht, glaube ich. Wenn wir sie jetzt hier töten können überhaupt. Können wir hier jetzt Blut? Ah, okay, da könnte man wieder Blut trinken. Grünschweiz. Ist ja eklig. Ich vermute halt, du kannst, wenn sie ihr Geschäft nicht andere Knochen haben, die effektiv sind. Vermute ich auch. Eis ist es schon mal nicht. Das Problem ist nur, ich habe kein Blut mehr, um irgendwas Sinnvolles zu machen. Vielleicht ist ja jetzt Feuerball noch krasser. Nein, jetzt ist Feuer absolut nicht mehr effektiv. Dang it. Nice. Blut ist auch uncool. Jetzt schauen wir drauf und hoffen auf das Beste. Dang it! So viel kann ich ja nicht mehr haben. Blut mehr, das war's. Ich hatte kurz gehofft, also verzweiflungsgehofft, dass es der letzte Schlag von ihr tötet. Aber ich fand, das lief gar nicht so scheiße. Das hingegen lief scheiße. Ach, by the way, hab ein interessantes Video für dich. Aha. Okay. Jetzt müssen wir die nochmal besiegen. Aha. Na egal. Was war denn nochmal gegen die krass? Auf jeden Fall müssen wir diesen Anführer irgendwie fertig machen. Aber auch nicht alle anderen vergessen. Also, nochmal heiliger Sturm. By the way, was ist im Video aus dem Holzkohlestab geworden? Das ist in die Gruppe gestellt hat, die Cam ja nicht laufen müssen. Ja, und das, also ich habe ja mit der Cam gefilmt, aber war so semi-cool, also war halt echt sehr dunkel.
die Cam lief kurz bei dem Holzkohle-Ding, aber war halt nicht so geil. Glaube ich. Auf dem kleinen Monitor sah es nicht so cool aus. Jetzt habe ich mich hier. Wie habe ich den Föhn besiegt? Boah, das nervt richtig, diese große Heilung. Moment, so wird das hier nichts. Sag mir das doch einer, ich hab's dir doch gerade gesagt. Der Kampf wird nichts, der war doof angefangen. Ja, pipapo. Ja. Den. Wie viel ich hier noch habe? So. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf diesen Kampf. Pipapo. Im Namen des Königs, dass er ihr verschwindet. König Geralt. Tüdelü. So. Erstmal einen heiligen Sturm, einen Eisregen und ein schleichender Tod. Guck mal, da kann schon einer nicht mehr klar denken. Das ist doch schon mal geil. So, vergiftet haben wir leider keinen. Nehmen wir vielleicht ein? Ja, gerade hieß er noch Nase juckt. Alter, das macht halt auch so hart Schaden. Okay, die haben sich gegenseitig angegriffen. Versuchen wir mal kurz die Todeswolke auf den Anführer. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Alter! Hört euch so hoch zu heilen. Super nervig. Bin ja auch bescheuert. Ich hab vergessen, die auszusaugen. Nein! Das habe ich vorhin als allererstes gemacht. Boah, diese große Heilung ist auch so richtig nervig. Das wird nicht reichen. Macht der einmal sein. Ja. Warum wird denn das jetzt schon? Jetzt wird schon wieder nichts. Ja. Kacke. Wie habe ich die denn vorhin besiegt? Das ging auch recht einfach. Ich hätte speichern sollen. Kacke. Ah. Vor allem habe ich sie auch ohne diesen Blutschwachsinn besiegt.
Na, ja, das werden wir schon hinkriegen. Saugen wir die diesmal als erstes aus. Das habe ich vorhin auch so gemacht. Ich meine, das lässt sich natürlich, der Kampf lässt sich jetzt nicht genau rippen. Das ist ja Schwachsinn, weil das ist ja mal ein bisschen zufällig. Aber Blut zum Anfang ist gar nicht so schlecht. Und dass die bluten, ist halt auch schon mal sick. Dass wir bluten, ist schon mal weniger cool. Einmal Licht und Kugel auf das. Vielleicht müssen wir auch. Erstmal so einen Ritter ausschalten. Zack! Sehr gut! Weil die machen die halt nicht mehr so 1000 Mal Schaden. Nein, ich hätte hier gar nicht heimbrauchen, ich hätte Fallner heilen müssen. So, der ist auch down. Gut, dass der so viel Schaden macht. Oh, heil ich mal selber. 78. Ah, hier haben wir noch. Nun, hier können wir mal eine Lichtkugel draufballern. Du machst mal dunkle Killing und halt's mich selber weiter. Geht doch! Geht doch! So. Jetzt ist natürlich, das weiß ich ja noch. So. Blut geht, Leben hat er nicht, aber Blut hat er, das ist gut. Dann können wir nämlich jetzt in die Zuflucht. Und zwar in Weilners Zimmer. Heilen uns. Und fliegen jetzt bis kurz vor die Dame. Speichern da. Können wir erstmal leveln, gucken, ob das alles so funktioniert und sie dann besiegen oder sie sofort nochmal angreifen. Oder mehr Blut mitnehmen? Nein, noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ich glaube aber, die können wir schon besiegen, wenn es sein muss. Das würden wir schon schaffen. Aha, das Video also. So, so. Jetzt müssen wir uns erstmal irgendwo Leben holen. Letztes Mal habe ich das, glaube ich, drüben gemacht in der Stadt. Machen wir diesmal auch. Da unten irgendwo. Hier in meiner Heimatstadt. Ganz spontan. Hallo! Was hat er denn? Mhm. Ist ja Bullshit. Verkaufen uns Bullshit. Saugen wir ihn aus. Oh. Wir werden durch den Tisch durchgeklippt. Naja. Wie auch immer. Stimmt jetzt alles? Warum gab es das denn so wenig? Be-
Trinken wir gar nicht mehr volles Blut, wenn wir einen aussaugen. Das erklärt natürlich einiges. Es ist doch viel zu hell. Es ist überhaupt nicht hell. Mann. Lass mich mein Blut. Nacht natürlich. Das Haus hier. Oh nein, jetzt muss ich die Zeugen beseitigen. Das fand ich so klug. Muss ich nicht? Okay. Ja, halt legit immer noch nicht volles Blut. Dann sieht sie halt auch noch aus. Ah, ich dachte schon. Haben wir jetzt? Danke. So. Schnups. So, fliegen wir erstmal hier durch. Da waren die Truhen mit Heilbalsam und so. Nehmen wir die Kämpfe mal mit, im Notfall heilen wir uns dann nochmal kurz vor der Tante. Ich meine, die waren ja relativ simpel zu besiegen. Meine ich. Mit Explosion. BOM! Siehst du? Schnubbeldiwupps. Hier lang. Oder? Drache. Dammit. Aua. Alter. Das war unnötig für Leben. Nein, und hier ging es nicht mal lang. Warum kommen denn hier so oft Gegner? Ich will bestimmen, wenn ich kämpfe. Jetzt kann ich nicht mehr fliegen. Ich habe nicht gespeichert. Stopp. Halt. Hau ab. Oh nein. 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 Ich hätte. Ich hätte es nicht. Ja, okay. Tschüss. Boah, das war richtig sad. Da bin ich zu der Gruft geflogen und das ganze Scheiß und vorhin bin ich hier einfach durchgesegelt und jetzt sowas. Nur weil ich nicht kämpfen wollte. Dumm. Können wir erstmal weiterfliegen. Da ist momentan auch der rote Totenkopf. Was hieß der nochmal? Der tote Totenkopf hieß eigentlich, dass die Gegner hier zu stark für mich sind. Aber das, der bleibt halt auch da, wenn man stark genug wird. Hier, also im Grunde heißt es einfach nur starke Gegner. Hier sind ja auch starke Gegner. Links hier rechts oder links runter. Ich glaube hier. Aber es sind keine zu starken. Und der hier heißt Boss.
Warum können wir denn nicht abhauen? Das ist so nervig. Na, hier speichern wir jetzt erstmal. Im vorletzten Speicherstand. Hehe, und nochmal. Na, ja, das hatten wir schon mal gelesen. So. Jetzt haben wir nämlich gespeichert. Jetzt sind wir natürlich... Ja, wir haben halt so semi-geil viel Blut. Also ich glaube, wir können es nochmal versuchen. Danke! Ah! Toll, diese 61 AP hätte man sich halt auch... Das ist so ätzend! Das mag ich an diesem Spiel nämlich nicht. So, das hatten wir alles schon gelesen. Pipapo, ich hab dich geliebt, haha, geflohen, ich bin zu stark, aber ich lasse euch nicht dumm sterben. Pipapo, Energie. Ich hab den Schlüssel versteckt. Mama Mia, Zeit ist reif, töte euch. Ihr werdet alle sterben. Jede Zelle ist glücklich. Machen wir sie fertig. Es wird mir eine Freude sein. So. Weder denken, mehr kann. Wir dürfen unser Blut nicht ganz so schnell verballern, also große Feuerball. Ah, okay. Der mit dieser magischen Schlaf ist halt super, super ätzend. Ich hatte gehofft, dass ich sie vergiften kann. Scheinbar ist sie nicht so. Scheinbar heilt sie sich halt auch einfach. Vielleicht greift er die Todeswolke und sie ist gleich einfach tot. Das wäre lustig. Weil die Todeswolke hat wohl irgendwie eine Chance, dass ein Gegner stirbt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, eigentlich gut halt irgendwie. Versuchen wir, schleichende Tote hätten eine höhere Chance zu vergiften. Scheinbar nicht. Dang it! Schönes Leben oben halten. Boah, dieser... Normale Kampf. Wow, sie heilt sich halt einfach schneller, als ich hier Schaden zufügen kann. Geht das nach Runden oder geht das nach... sick, das war cool. Greif nochmal an, du machst bitte... Versuch die Todeswolke nochmal. Ei! Ausgewichen. Ja, immerhin.
Ja, das können wir so ein Weilchen so treiben. Wow! Ernsthaft? Ich hab einen Zauber, der heißt Wecken. Ich meine, bei den 200 Schaden hätte ich jetzt generell nicht viel machen können, aber... Ich weiß gerade nicht, ob der Feuerball so geil war, irgendwie. Erstmal hören wir uns jetzt ihn wieder. Ich gönn ihm mal einen Heiltrank. Komm schon, mit der Todeswolke, das muss doch funktionieren. Vielleicht funktioniert das auch nicht bei Bossen. Dann setzen wir alles auf eine Karte. 100 Schaden. Hat das? Ah, immerhin hat das nicht mal dick Schaden gemacht. Jetzt brauche ich nochmal bitte Blut, sonst haben wir nämlich ein Problem. Sehr gut. Das machst du nochmal und du machst... Ah, er ist auch wieder wach. Nimm mal das. Dann kannst du ja dunkle Klinge nochmal machen. Einmal. Boah, sehr gut auf Weihnachten. Gönn dir das mal. Du greifst mal normal an. Du auch? Nein, du hättest dich heilen sollen. 38 ist jetzt nicht so viel. Ich weiß nicht, ob der so stark war. Und getrinkt. Nein! Super nervig. Der Junge kann doch gar keinen Schaden machen. Ich hab mir nicht gemerkt, ob sie... Habe ich noch so ein... Toll. Okay, schade, hat nichts gebracht. Er leidet keinen Schaden. Wow. Ich habe halt nichts mehr, um die aufzurufen. Ja, GG. So, jetzt kann er nicht mehr klar denken. Hat er auch wieder, bevor er überhaupt angreifen darf, hat er halt schon wieder kein Leben. Ja, macht jetzt auch keinen. Ja, GG. Ist doch bescheuert. Diese dritte Form von ihr ist so beknackt.
Okay, ich fand keinen Schaden. Ja, gut. Oh, jetzt ist er. Jetzt ist der Gegner gestorben, bevor ich, Ach, was? Jetzt hätte ich einen Mückenstich. Liegt auf dem Stern! Ah! Wie viel XP brauchen die denn noch? 3000. 3000. Nein. Doch. Naja, nicht ganz 3000. Ist noch ein bisschen was. Versuchen wir mal Kältehau. Ja. Ich würde sagen, Kältehau dürfte also gar keinen Schaden machen, weil das ist irgendwie ein Level 1 Zauber gewesen oder so. Halt nur 270 EP, ne? Nur ist gut, aber gibt halt nur 270 EP. Na, leveln wir erstmal munter hier weiter. Bom! Hab ich irgendwas, dass sie nicht... sie nicht einschlafen können an irgendeinem Item? Warum war ich denn da jetzt ausständig? Hey! Bumm. 15. Bumm. 78. Ein Silber. Das war knapp. Der Stream ist nicht tot, nein. Hoffe ich. Okay, das war's. Es ist halt nicht so effektiv hier zu leveln irgendwie. Finde ich persönlich. Aber wir können ja auch mal gucken, wie viel... Wir haben halt nicht so viel Gold gerade. Wir bräuchten halt viel mehr... Viel ja auch noch, dass man halt, Ach, dann packe ich die Mütze jetzt weg, das nervt. Oh. Wir bräuchten viel mehr... Viel ja, dass man sich noch die cooleren Schwerter und Rüstung kaufen könnte. Dann wäre es wahrscheinlich nochmal ein Stückchen einfacher. Aber...
Die viele haben wir halt nicht. Das heißt, jetzt muss ich überlegen, wo kann man gut leveln? Dann können wir auf jeden Fall erstmal gut hier pennen gehen. Dann will ich nämlich testen, ob. Also ist ja egal, wir sind ja sowieso in der Nähe. Und dann kann ich direkt mal testen, ob das auch die Leute wiederbelebt. Oder nicht. Schauen wir mal. Und? Ich. Ja, sehr gut. Das ist cool. Also wir können jetzt. Walner. Fledermaus werden. Und dann fliegen wir mal. Nein, das war knapp. Nach. Zu der Stadt. Aber ich glaube, in dem Wald kann man ganz gut leveln jetzt inzwischen. Ein bisschen Glück können wir uns auch hier Blut holen. Aha, lustig. Ja, geht, aber Dings ist ja schon im rasenden Modus, also geht doch nicht. Verbrennen wir sie einfach. Halleluja. Das Damage. Es geht wahrscheinlich wirklich einfacher, wenn ich einfach. Sick. Das gibt dick normale Seelen. Können wir eben hier. Jetzt haben wir die Zeit. Nacht. Suchen wir uns hier irgendjemanden. Hoffentlich haben wir die nicht schon zu oft ausgesorgt. Schade! Hätte man sie halt auch vielleicht umwandeln können, das wäre cooler gewesen. Dadum. Was ich mich dabei gerade mal frage. Dazu muss ich ins Menü. Status. Sechs von 2 von 2, 3 von 20 und 1 von 15 Arbeitern. Ja, wir haben ein paar Arbeiter verteilt in den verschiedenen Minen. Menschlichkeit 48. Dang it! Es ist wieder um einen Punkt gedroppt. Das ist natürlich ärgerlich. Wir können mal normale Seelen umwandeln. Noch können wir sie auch aufheben. Dann können wir jetzt erstmal leveln. Weißt du, immer wenn man durch so ein Gebiet laufen will, ne, weil man von A nach B will, dann kommt Schritt, dann hat man zwei Schritte Gegner, zwei Schritte Gegner. Ja, will man einmal Gegner suchen, es ist immer das Gleiche. Es ist halt immer so. Jetzt weiß ich nicht mehr, was gegen die krass war. Greifen wir die einfach nochmal an. Ausweichen ist schon mal nicht so cool.
zur Kratzi. Easy. Es gibt halt 340 Erfahrungen und zwei normale Seelen. Fähigkeit bringt da nichts. Antikrankheit schlimm, schläft krank. Ah. Zurück. Meine Festplatte denn jetzt so? So, sie kann mal heilen hier. So, sehr schön. Din, din, din. Din, din, din. Din, din, din. Jetzt hätte er sich im Busch versteckt. Komm schon. Yes. Einfach, dass er schon mal Schaden kriegt, dann machen wir den schon mal kaputt. Siehst du? Verdient. Verdient. Wie schnell geht denn das hier? Ja, siehst du mal. Mal heilen. Easy peasy lemon squeezy. Den können wir mal. Baller dich durch, mein Freund. Ist der mal scheinbar bereits wieder? Sehr gut. Es gab natürlich jetzt nur 150. Macht nichts, wir haben es gleich. Ja, wir haben es gleich. Ja, können wir einfach alle drei angreifen. Es sei denn, er weicht aus. Das ist super fies. Darf natürlich nicht ausweichen. Sehr gut. Angriff, Angriff, Angriff. Tot. Sie ist erst bei 46.200, während Valna schon bei 46.928 ist. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gleich unterschiedlich schnell Levelanstiege hier beobachten können. Willst du mich eigentlich verarschen? Danke. Jetzt können wir halt auch nur noch. Also, ich bin froh, dass es nur einer ist im Endeffekt, aber es ist halt auch nur einer. Von der anderen Seite her betrachtet, von der Erfahrungssammelratenbewertung her. Er ist beim nächsten Kampf Level up, glaube ich. Das heißt, wenn wir jetzt. Die Blume ist natürlich nicht so toll. Die kann ich nicht einschätzen. Okay, die kriegt nicht ganz so viel Leben. Schaden. Lebensschaden. Okay, doch. Nevermind. 190. Ist aber dann super knapp, Monsieur hier. Tatsache. Oh, und du? Kritischer Treffer erstmal. Gut. Sehr. Level 28 Valna. Dann noch ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Blut. Die Sache ist, die nächsten Zauber gibt es erst ab Level
30. Ist halt die Frage, ob wir dann noch Blutviolen kaufen müssen. Um den Kampf da unten zu bestehen. Oder halt nicht. So, diese kritischen Treffer sind schon ziemlich cool. Aha! Jetzt kommen sie hier sofort. Ja, jetzt müssen wir mal mehr. Komm schon, kritischer Treffer. Schade. Keiner? Schade. Hat bestimmt dagegen. Und ihr Angriff steigt auch noch. Gut. Schade. Sind alle blind. Oh, ich sehe gerade, dass Mr. Asgar so langsam verreckt, aber passt schon. Kriegen wir hin. Das reicht schon bei allen aus. Ist Aska auch Level? Sie ist halt als einzige noch nicht 28. Aber das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Easy peasy. So. Alle Level 28. Bei weitem nicht genug Filar, um uns auszurüsten. Aber ich finde dennoch, dass wir es sehr weit geschafft haben heute. Und deswegen werden wir jetzt speichern mit Hilfe der normalen Seelen. Schnupp, was sagt er? Sind es nicht die Taten, die die Gesinnung eines Wesens bestimmen? Schnupps. So, keine Seelen mehr verwenden. Hab gespeichert. Spielende. Willst du ins Land... Willst du wirklich ins Land der Sterblichen? Ja, möchte ich. So. Und dann gibt's jetzt eine kleine Pause. Eine ganz kurze Pause. Und dann kommt Lego Star Wars. Habe ich Bock drauf? Ja, wo ist die Musik? Musik, 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 Musik. Da ist Musik. Aber nee, nein. Nö. Nö. Einfach, nö. Wir machen jetzt schön. Da habe ich gerade Bock drauf. Elektroswing. So. Also bis gleich. Dauert nicht lange. Tschüss.
So. Habe ich den noch einen Speicher? Oh, ich habe hier noch einen Speicher mit 7,3%. Wow. Das ist wirklich viel. Nicht. Dann starten wir in ein wunderschönes neues Spiel auf Slot 4. Confirm Save. Yes. Yes, Sir. Das Spiel ist auf Englisch. Jetzt überlege ich gerade, ob das doof ist. Aber die reden in dem Teil noch nicht. Star Wars. Prologue. Ja. Gnosian Arena. Jedi Master Obi-Wan Kenobi has traveled to Genosis in pursuit of the bounty hunter Jango Fett. However, he has been captured by Count Dooku, the leader of the Separatist conspiracy against the Republic. Anakin and Padme received Obi-Wan's distress signal, but they too have been captured. All three now await their fate in the Gnosian Execution Arena. Bam, bam, bam. Ja, okay, jetzt können wir es abbrechen. Ja, die reden in dem Teil noch nicht. Hm, wer ist das denn nur? Okay, wetten, wetten, wer will wetten? Hm. Okay. Den Teil gibt es in Lego Star Wars, die Complete Saga auch, aber es ist ein wenig anders, das Level hier in dem Spiel. Zum Glück. Zum Glück wurde diese Szene abgebrochen, weil Lego nimmt absolut nichts ernst. Das ist wunderschön, warum habe ich diese Erzählerstimme nun? Hey, hey, yo, wir wollten eigentlich dich retten und dann kam das dazwischen und irgendwie sind wir durch ein riesiges Industrieanlage gerannt und auf einmal wurden wir gefangen genommen. Also man hätte sich ja denken können, dass... Keine Ahnung. Raven ist offline. Zumindest auch bei Discord, habe ich festgestellt. Oh, er mag kein Eis. Wir wollen auch kein Eis. Du kriegst das Eis. Sehr gut. Ja, so ähnlich. Gut, und... Zack. Wir haben auf jeden Fall auch keine Kontrolle. Kontrolle über diese Viecher. Tja, da ist dein Lippenstift weg. Okay. Press and hold B to force the accolade towards you. Zack. So, wir hätten uns schon mal befreit. So halb. Stats, Stats, Stats. Silberne Stats sind 100er. Goldene, 15er. Goldene Stats sind 100er. Jetzt haben wir... Okay. Jetzt brauchen wir sie. Okay. Ah ja, alle mit einem Blaster können klettern. Wie in jedem Spiel. Und die orangenen Dinger kann man kaputt ziehen. Oh. So, Pfeil runter. Hat sie schon die... Sie hat die... Die kratzt ja noch gar nicht. Zieh ihn hoch. So. Oh. Einfach kaputt. Peitsch. 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 Okay. Ey, lass mich... Ich brauch... Beruhigen wir den Jungen mal. So. Press. Ah, jetzt dürfen wir. Okay. Schnups. Erstmal alles kaputt machen. So, try charging. Wo ist der? Wo ist er? Zack, einmal erwischt. Machen wir uns mal kurz hier die Tausender und Zehntausender. Und hier hinten natürlich, das weiß ich, die ganzen Stände. Das war 2 von 5, da weiß ich gar nicht, ob wir...
ob wir jetzt schon die 3 von 5, 4 von 5, ob wir da wirklich alle von machen können. Aha. So. Mal das weg. Mach das wusch. So. 4 von 5. Ist die Frage, wo? Da ist die 5 von 5. Erste Minikit. So. Erstmal holen wir uns so vieles wie möglich. Ich glaube, die hätten wir uns auch alle später holen können, aber. Ach, haben wir so schon mal. Hier ist auch noch ein 10.000. Oh, und noch ein 1.000er. Da haben wir ja schon gleich True Jedi. Das ist natürlich sehr cool. Wo ist er? Ja, True Jedi direkt. Easy peasy. Komm ran auf den Meter. Und dich jetzt aber auch hier einmal. So, komm. Und nochmal. Ne, falsche Taste. Charge. Charge. Bumm. Sehr gut. Oh. Oh, oh, oh. So. Eis. Oh nein, sie war eine Jedi. Und da auch eine. Die konnte man vorher schon sehen. Für Essen ist immer Zeit. Nein! Nicht das Eis! So. Und jetzt. Haha. Geht's los. Alter! Jetzt müssen wir gegen dieses Riesenviech hier kämpfen, Mann. So, machen wir mal ein Beinchen kaputt. Und das zweite. So, immer schön dran denken. Wir brauchen Pappen mehr. Nein, wo ist Pappen? Gut, dass wir den True Jedi schon haben. Der kann einem nicht mehr aberkannt werden. Da ist Pappen. Gimme that. Switch to Jedi. Zack. Druff. Ist das schon mal. So, hier. Das bin ich auch noch nicht gewohnt, dass man mit dem normalen Sprungangriff, dem hier, die Druidika-Schilde zerstören kann. Weil in dem klassischen, in dem quasi Complete Saga, geht das halt nur mit dem Doppelsprung. Aber hier geht es auch so. So, jetzt müssen wir jetzt noch. Noch zweimal machen. Hey. So. Schnupp. Jedi. Und. Oh, okay, einmal reicht es scheinbar. Der hatte doch nur zwei Herzen. Das hat doch nicht immer zwei abgezogen. Na, oh, dann Boba Fett also. Wo ist er denn? Da hinten. Oh, komm ran auf den Meter. Zack. Das hat uns ja nur Stats gekostet. Zack. Ja. Können wir nicht auch drei von denen anvisieren? Nein, wir können im Moment nur ihn anvisieren. So. Zack. Ah, die Filmszene. Das ist das Geile an Lego Star Wars. Die nehmen die Filmszenen. Machen die sehr detailreich nach, aber immer mit so einem Twist. Immer irgendwas wird jetzt lächerlich gezogen. Irgendwas läuft nie so, wie soll. Aber im Großen und Ganzen sind die schon sehr dicht an den Filmen, witzigerweise. Sowas ist natürlich Bullshit. Das
ist Yoda. Woo! Yoda to the rescue. So, dann müssen wir jetzt die drei Schiffe also bestücken. Jetzt gedacht. Wo sind wir? Da. Wir können ja halt auch hier nichts machen. Also, im Sinne von 100% Run. Und alles, alles absuchen und freischalten. Also, hier sind ja auch 10 Minikits versteckt. Vielleicht kann man noch ein Minikit holen. Das weiß ich gar nicht tatsächlich gerade. Also, ich merke mir halt nie, was man sich am Anfang holen kann. Den hier kriegen wir zum Beispiel schon mal nicht. Hier wächst was, aber ist die Frage. Ey! Naja, guck, da brauchen wir dunkle Macht. Na, das wird nichts. Also sorgen wir dafür, dass das Level zu Ende ist. Wir müssen hier sowieso nochmal rennen. Weil natürlich ein 100% Run bei Lego spielen, das können wir vergessen. So, alle drin. Oh, klappe mal wieder zu. Auch hier machen wir die Klappe zu. So. Schnupp, schnupp. Nein! So, fall um. Danke. Bitte. Schnups und Klappe zu, alle tot. Tschüss. Eigentlich ist das ja jetzt vorbei, oder nicht? Ah, danke. Ich war schon irritiert. Nein, ja. Da muss Yoda mal wieder die Kinder einsammeln. Idioten. Und tschüss. Tschüss. Level complete. Free play unlocked. Sehr, sehr geil. Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, and Padme Amidala. There we go. There we go. Let's go. Two Jedi habe ich mitgenommen. Oh yeah. Und die Stats in total sind auch schon mal beachtliche. 84.310. Und ein Minikit. Sehr geil. Dafür haben wir 2 Golden Bricks bekommen. Continue Story. Such den Droiden. Okay. Ich such den Droiden. Und du nimmst die Stadt ein mit diesen riesigen Robotern. Alles klar. Ich mach das. Und blub, blub, blub. Und du, ihr, werdet Geonosis weiter verteidigen. Und so entstehen die ersten 3 Handlungsstränge. Ach, die beiden. Hey, herzlich willkommen im Hub-Menü. Dass ich, klar, die Kantine ist auch sick. Ja. Aber das hier ist schon auch cool. Ich meine, das ist ein fucking Raumkreuzer. So. Wir haben noch gar keinen kleinen Charakter, also bringt uns das gar nichts, was ich hier mache. Hier kommt man nämlich nur mit. Only small characters can use small hatchets. Hatchet. Ist klar. Ergibt irgendwo Sinn, ne? So. Hätten wir jetzt einen Droiden, könnten wir da vorne auch was machen.
Hier brauchen wir irgendwas, was scheinbar Silber kaputt machen kann. Es ist meistens was Explosives. Use an explosive weapon to destroy silver Lego objects. In Seenau habe ich schon gesagt. So, das hier können wir mit ihr kaputt machen. Das gibt halt alles Geld. Der Sammelwahn wird ins... Okay, so töte ich mich selber. Machen wir erstmal die kaputt hier. Das Blöde ist, das resettet. Also das machen wir jetzt einmal. Und dann lassen wir das. So. You must collect golden bricks to whatever these objects, to build this object. So. Gimme das. Dann haben wir schon fast unsere ersten 100.000. Bauen. Ja, looten. Nur ohne Level. So, wir haben 2,5%. Easy. Jetzt möchte ich aber einmal kurz... Video-Checking. Was? Nein, nicht 4 zu 3. Nein, nein, weg. Music off. Weil, wenn ich das auf YouTube hochlade, ist sonst der ganze Ton weg. Oder vielleicht sogar auf Twitch und VOD. Ja, das ist nicht so cool. Und die Star Wars Musik kann man sich jetzt wirklich darüber denken. Also das ist schon, das passt schon. Das kriegen wir schon hin. Da können wir so drüber reden. Effekt Settings. Motion Blur off. Dash of Heat off. Bloom off. Shadows on. Das können wir ruhig anmachen. Hat er nicht gespeichert. So. Macht ja nichts, wenn die Musik... Also, die ist ein bisschen traurig gleich in meinen Hauptmenü. So, und jetzt haben wir hier nämlich die drei Handlungsstränge. Den gelben. Ne, Quatsch, den blauen. Das gelbe ist, wo wir lang fliegen. Den grünen. The Duel of the Droids. Oder The Hidden Enemy. Und um im Film Reihenfolge zu bleiben, machen wir erstmal das Battle von Geonosis. Storytime. Count Dooku, Chapter 1. Battle. Oops, das war. Oops, Entschuldigung. Battle of Geonosis. The attempt to thwart the Separatist plot to overthrow the Republic continues. Vast core ships have been discovered deep in the Geonosian desert. A few bold Jedi and their clone army muster for battle against apparently overwhelming separatist forces. So. Scheinbar ist das keine lizenzierte Musik, weil ich habe ja Musik ausgemacht. Kann ja sein, dass jetzt Musik läuft, aber da oben nicht. Ich denke damit, die wissen schon, dass sie damit nur die Musik ausmachen, die übelst fragwürdig ist. Und hier kommen wir direkt zu einer Neuerung in diesem Spielmodus. Es gibt nämlich dieses geile, strategiemäßige Spielen. Was ich schon ziemlich feier. So, habe ich gar keinen Bock, jetzt alle zu suchen. Das machen wir auch schön später, wenn wir einmal alles durch haben, können wir nochmal im freien Spiel durchballern. So, warte mal, parken wir uns mal kurz hier. Achso, das ist Silber. Ja, aber wir können die Kanone mal zerstören. Brauchen wir den nicht. Also brauchen wir uns nur. So. So, so, so. So. Es gibt schön viel Gold. Man kriegt hier echt viel Gold. So, jetzt wollen wir noch hier die zwei Punkte da oben kurz machen. Schnupps. So. Ist mein Schiff noch hier? Nein! Das ist immer ärgerlich, weil hier liegt so wunderschönes Geld rum. Was man da nie bekommt, weil halt alles im Arsch ist. Hier fehlt natürlich jetzt die Musik im Hintergrund. Das wäre dann wirklich alles ein bisschen hübscher, wenn die Musik wäre.
driften einfach mal hart durch. Hui. So. Wenn man diese Mitteldinger kaputt macht, gehen halt alle Gebäude direkt kaputt. Das kriegen wir jetzt auch hin. Ich will nicht mein Schiff verlieren, kurz bevor ich hier... Jetzt haben wir nämlich nur noch ein Leben. So, ab geht das. Nein! Genau das wollte ich vermeiden! Kacke! Jetzt haben wir die ganzen Stats nicht eingesammelt! Verdammt! Aber ist gar nicht so schlimm. So, wir müssen eigentlich ja auch nur... Ach doch, wir müssen alle die Dinger kaputt machen. Ja gut, das kann man halt jetzt recht durchballern. Moment, es gab Moment. Was? Ah. So. Ah, die verfolgt mich. Sehr bedauerlich, dass die einen verfolgt. Oh, und das ist noch viel dümmer gewesen. Ist man hier irgendwo neuer? Ja. So. Ah, hier ist ein Schildgenerator. Ja, hier muss man dann halt natürlich als erstes ausmachen. Schnups. Aber den machen wir auch einfach direkt kaputt und haben das hinter uns. Der Modus ist halt echt, also jetzt am Anfang noch monoton, gerade weil ich es kenne, ist halt recht langweilig. Nachher wird es ein bisschen spannender, weil man halt auch eigene Truppen aufbauen muss. Ja, nachher ist gut. Eigentlich ist der Modus noch richtig spannend, wenn du ihn gegen den Kumpel anzockst. Was halt auch geht. Das ist das Coole an diesem Spiel, dass man es mit einem Kumpel zusammen spielen kann. So. Freunde der Nacht. Machen wir dem erst schön aus der Distanz kaputt. So. Gleich haben wir es. Diesmal kriegen wir auch alle. Alle Punkte kriegen wir. So. Yes! Nehmen wir uns noch so ein Strahlenfahrzeug, einfach weil die cool sind. Kannst du nämlich einfach so rumdriften. Ein bisschen ausweichen. Und vor allem auch Gegner niederwalzen. Das ist halt das Coole. Ein bisschen aufpassen muss man schon. Dass man da nicht getroffen wird. Und damit kann man halt die goldenen Dinger eigentlich kaputt machen. Das war jetzt super knapp. Da fehlt jetzt noch einer. Nämlich hier mit dem Schild. Oh, das Schild aus. Ey! Dreist, möchte man meinen. Ah, da auf der Taste war.
So, schön mit beiden Daumen. Durchballern! Oh, jetzt habe ich nicht mehr gezielt. So. Easy. Können wir uns noch die ganzen. So viele wie möglich. Stats. Oh nein! Schießt auf die goldenen Platten. Das sind ihre Schwachstelle. Habt ihr gesehen? Da stand überall Lego drin. Ah, dieses kleinen Details. Also, der Lego-Film zum Beispiel war ja auch der Shit. Also, tausende kleine Details. Tschu-tschu! Yay! Woo! Checkers! Level complete. Free play unlocked. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Und drei neue Characters von 100.827.000. Moment, hab ich den True Jedi nicht bekommen? Dang it! So knapp und doch so fern. Da hätten nur noch ein paar. Ah, oh, ich hätte sie einzeln kaputt machen müssen. Ah! Bedauerlich. Jetzt können wir halt hier runter. Und das ist halt alles respawned. Alles, was wir kaputt gemacht haben. Die ganze Arbeit umsonst. Alles umsonst. So. Mach kaputt. Dich auch. Schnubbeldi, 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 wupp. Schnubbeldi, 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 wupp. Aber das ist halt so eine Sucht, ne? Also zum Beispiel so eine Kiste. Bam! Und dann kommen da Stats raus. Hey, das ist so befriedigend. Das ist sowas von befriedigend. Wir haben noch nichts Neues hier freigespielt. Es gibt jetzt Charakter und den Zwei-Spieler-Modus. So. Und die haben ja auch alle eigene Animationen. Wie sie sich bewegen, wie sie zuschlagen. Alles. Und wie sie schleichen. Vor allem wie sie schleichen. Alles eigene Animationen. Gut, manche von den kleineren, also von zum Beispiel Stormtrooper und so weiter. Und Rebellensoldaten, hätte ich beinahe gesagt. Republik. Klone und Druiden. Ne, die haben auch nicht, aber. Also es gibt welche, die haben die gleichen. Oder ähnliche. Aber die meisten haben schon irgendwie eine eigene Animation. Das ist schon cool. Da kommen wir leider nicht hoch. Und da hinten brauchen wir halt. Ah, jetzt läuft meine Nase, fiese Schmase. 10. Und dann kommen wir da weiter. Und hier hinten. Brauchen wir einen Ventum? Oh, da gibt es einen 10.000er. Habe ich den eingesammelt? Nein. Ja. Haben wir schon fast die 200.000. Easy. Hier brauchen wir 3 von 6. Das ist dann wahrscheinlich die nächste Tür, die aufgeht. Und hier brauchen wir gar keine mehr. Okay, hier sind nur solche Sachen. So. So, ujo, was haben wir hier? Ach ja, Ah, das geht nur mit dunkler Macht. Wir haben halt noch keinen Gefangenen genommen, aber ich glaube, hier sind Gefangene nachher drin. Ich meine, das sind Zellen. Only Sith Characters can use Dark Force. Das ergibt zu einem gewissen Grad Sinn. Damit kann man halt auch mehrere Gegner anziehen. Das ist eigentlich auch ganz cool. So, das heißt, wir brauchen mindestens 3 weitere goldene Steine.
um weiterzukommen quasi. Hier auf dem Raumschiff. So. Könnten wir jetzt hier weitermachen? Aber ich denke, wir spielen das mal so ein bisschen abwechselnd. Duel of the Droids. Ich meine, Star Wars The Clone Wars, ne? Ist ja eine Animationsserie. Aber eine, die ich sehr cool finde. Also die ist... Upsala. Das war knapp. Nicht nur für Kinder gemacht, meiner Meinung nach. Und Rebels ist noch ein bisschen cooler, wenn man so Expanded Universe mag. So, Chapter 1. Duel of the Droids. Anakin's faithful astromech droid R2-D2 has been captured and delivered to General Grievous, who intends to extract secret military information from the droid memories. Andersrum, droid's memory. Assisted by his padawan Ahsoka and a replacement droid R3-S6, Anakin leads a mission to destroy the separatist base where R2-D2 is being held. Together with a small detachment of clone troopers, the Jedi launched their attack on Grievous' base. Something like this. Ist, da stehen. Und hopp! Und hopp! Und hopp! Und hopp! Und... Wey! Ja, Rex? Du hast den Druiden fallen lassen. Aber dafür haben wir auch direkt einen Eingangs. Ahsoka nennt ihn, glaube ich, in der Serie immer Goldie. Und Anakin traut ihm nicht. Aber Anakin ist ja auch natürlich... R2 ist sein Freund, sein Mate, sein Ulloi. Wo kommen die denn her? Only certain characters such as Robo War or whatever... So, auch hier rennen wir durch, weil, wie gesagt, wir müssen die Level sowieso nochmal machen. Ich meine, man könnte gucken, dass man halt die... Aber auch die können wir halt nicht alle mitnehmen. Also, die gibt's halt nicht alle. Aber, was wir natürlich machen können, ist, so viele Stats wie möglich zu sammeln, weil erstens brauchen wir Geld. Um die Extras zu kaufen. Und zweitens will ich ja auch den wahren Jedi. Aber man sieht halt auch immer schon. Muss man das gar nicht kaputt machen? Na gut. Dann brauchen wir hier R2-D2 beziehungsweise einen Astromech. So. Ich finde ihren Kampfstil halt auch so geil. Dann platzieren wir mal eine Bömmchen. Nein, ein Bömmchen. Hup! Nummer 1. Das war knapp. Aha! Das geht mir ja doch schon mit einem kaputt. Sick. Ach, jetzt durfte ich es doch nochmal kaputt hauen. Lego-Spiel kann sich auch echt nicht entscheiden. So. Na, hier musste ich gar nicht nochmal kämpfen. Ich dachte, da sind auch Druiden drauf. Scheinbar nicht. Jetzt haben wir das Energieschild wenigstens kaputt gemacht. So, leg die Druiden um. Aha, eine Kaffeemaschine haben wir. Oh, ich sollte doch nicht einfach so da hinten hinballern. Aha. So viele Stats, die gleich verschwinden. Okay, das ist das Nervige an der unpräzisen Art eines Klontruppen. Ja, ja. Es gibt Stats, das wusste ich. Es gibt leider keinen Counter. Hey, und du auch. So. So. Und
gibt auch einfach nur Stats. Bisschen langweilig. Oh, hier ist es gar nicht geöffnet worden. Das gibt halt super wenig Stats. Ich meine, das hier gibt immerhin 300 oder sowas. Oh, was habe ich da hinten kaputt gemacht? Ernsthaft, der jetzt kaputt bekommen? Alleine? Nice. Ich nicht gedacht, dass er das kann. Na, hier sind, glaube ich, Druidika hinter. Schnups. Haben wir die auch? Hier haben wir es auch fast. Na, dafür brauche ich die Macht. Groß machen. Kann man kaputt machen. Meistens kann man alles kaputt machen. Ich meine, es ist ein Lego-Spiel. Lego-Spiele sind da, um Sachen kaputt zu machen. So. Der Strom. Einmal darüber. Und du eine... Nein! Damit eine Bombe da drauf. Boop! So, zwei von den drei. Jetzt suchen wir mal weiter, ob wir hier einen goldenen finden. Nope, nope, nope. So. Aha, das sind wieder Stats, die rumfliegen. So, die wollen wir doch alle haben. Wir wollen doch wahrer Jedi sein. Komm her. Ja, und du. Und du auch. Oh. Wahrscheinlich gibt es hier auch Speedruns in dem Spiel. Frage ich mich gerade. Habe ich noch nie geguckt. Müsste ich mal gucken. Lego Speedruns wären eigentlich optimal. Ich meine, die Spiele wurden dafür gemacht, dass man hier 100% sammelt. Mach kaputt. Oh. Dich brauchen wir gleich erst wieder. Ich wollte ihn nicht wegschmeißen. Oh. Gleich haben wir den vierten Stat voll. Ah, da kommen wir ja noch gar nicht weiter. Stimmt ja. Ah, das ist der nächste goldene. Jetzt. Gib da. Geh aus dem Weg. R3S6 oder so hieß er. Ja, 2 von 5. Mein Kommando. Oh. Ich meine, hier ist bestimmt nicht noch einer. So, so, so. Haben wir jetzt alles? Die Leitung. Immerhin zwei goldene. Tausender. Jetzt haben wir den vierten Stat da oben schon voll. Hier ist noch eine Kaffeemaschine. Es gibt auch was. Das sind alles Ruinen, die man bauen muss. So. Oh, was bist du? Du gibst auch gut Punkte. Jetzt brauchen wir dich. Du musst nämlich einmal bitte diese Tür öffnen. Und ich glaube, da drin ist dann auch ein Storm. Ein. So. Ein Geschütz war es. Es war ja gar kein Tower. Das kaputt. Den Start, das da drauf. Boop. Starten. Sehr gut. So. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Nein, ich hab doch geschossen. Ah, Stats verlieren in dem Stadium ist kacke. Schlag sie kaputt. Mach alles kaputt. Und gib mir vor allem diese ganzen Stats. Wie dieser fünfte Stat sich einfach nicht füllen will. Richtig ärgerlich. So, da brauchen wir einen Magier. Hätte ich beinahe gesagt. Dann die natürlich. Die machen das kaputt.
Du machst das kaputt. So. Sehr gut. Wenigstens auch ein Minikit aus dem Level mitnehmen. Da brauchen wir einmal nochmal Asteroiden. So. Bumm. Dass die sich hier vertreiben und hier das hier hoch. Dann kann man mit dem hier nämlich das da hinpacken. Gib mir das. Und du musst hier einmal ziehen. Oh, okay, hier waren. So. Starts einsammeln. Ich meine, hier geht's um jeden Zehner. Um jeden Zehner geht es in diesen Spielen, weil man braucht. Ja. Also die Waren. Hier die Dinger kann man sich schon gönnen. Die sind schon sick. Leider verliert man dabei immer ein Leben. Schnell einsammeln, bevor sie verschwinden. So, dich nehmen wir noch mit. Dich nehmen wir noch mit. Dich nehmen wir vor allem mit. Und... versteckt sich hier noch eine Kaffeemaschine. Oh, das ist noch ein Goldener. Wir haben halt auch zum Beispiel keine Protokoll-Druiden, um diese Türen aufzumachen. Jetzt mach das als ob. Ach, als ob. Was soll ich sagen, ey? Ah, hier ist der. Ah, guck mal, für den brauchen wir dunkle Macht. Das heißt, hier können wir schon mal gar nicht. Aber hier können wir uns eine Menge Stats holen, Stats holen, Stats holen. Dann haben wir schon die Hälfte da oben voll, fast. So, R2. Nein, es ist nicht R2. Goldini. Goldini ist es auch nicht, das ist ein Pokémon. Aua. Give me the Jedi. So. Wo sind die Druidika? Sind eigentlich auch Druidika angerollt? Scheinbar nicht. Doch, hier sind scheinbar Druidika. Ah, da ist noch einer. Der ist still und heimlich hier außerhalb des Bildschirms versteckt. Sehr gut. Je mehr wir haben, umso mehr haben wir. Das ist logisch. Ah, das war nur 100. Hey! Können wir nicht einfach... kaputt machen. Ja, gar nicht. Ich glaube, mir meine ganzen wertvollen gesammelten Steinchen. Ah. So. Sie sind einfach auf die Wand gefallen. Unfair. Aber damit muss man handeln. Das ist nicht unfair. Das ist Teil des Spiels. Also, irgendwie nicht. Aber. Bestimmt. Weich aus! Nein, ich schieße nicht gegen deine eigenen. Schwupps! Sogar noch so geschickt mit der Macht gelöst. Das Problem gelöst. So da. Aha! 4 von 5. Ne, irgendwo werde ich dann wohl eine übersehen haben. Was? Der ist ein Verräter. Also den haben wir damals eingekauft und damals.
Es ist so gut. Was machen die da eigentlich? Eine Pause? So, hier spielt man zu zweit ja natürlich logischerweise. Die beiden Charaktere gleichzeitig. Das geht alleine nicht, dennoch ist das Level natürlich spielbar. Der ist ziemlich bescheuert. Oh mein Gott, smash the button und dich kaputt machen. So, jetzt haben die erst ihre vier Leben, das ist so krank. Die hätten so viel aus, diese Dinger. Das habe ich noch nie gerafft, was die. Okay, es gibt Stats, also vielleicht gibt es einfach Stats. Keine Ahnung. Habe ich nie gerafft. Ich meine, es bringt halt auch nichts, wenn du die alle auf grün machst, sondern die hier vorne halt alle auf grün machst. Naja, vor allem bringt es halt nichts, wenn du dich von Druiden. Das habe ich noch nie so oft gesehen. Dann machen wir die hier noch auf grün. Schnups. Schnups. So, fällt um. Und jetzt säg ein Loch hier rein. Und zwar von da über hier bis nach da unten. So, und die großen kann man natürlich auch gut mit der Macht besiegen. Weil die dann nicht One-Hit sind. Was diese anderen sonst nie sind. Das ist halt das Geile. So, das ging ja tausendmal. Ah! Schneller! Als vorhin. Gib mir das. Tausender wenigstens. So, eine Bombe haben wir. Ja, jetzt ganz ruhig. Ne? So, trotzdem wohl R2D2 hier noch zusammensetzen. Ich hasse das, wenn nachher alles golden ist und mir fehlt halt wirklich ein Stat. So, das ist halt super nervig. So. Gib mir das. Gib mir auch den. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Als erstes kommt der Körper da drauf. So, dann kommen die Beine. Gibt ja Sinn. Den Kopf kann man natürlich aber auch schon draufsetzen. So. Und natürlich. Dieser. Ja, ich weiß, dass ich auf den anderen Charakter wechseln muss. Schon verstanden. Hallo R2. So, ich habe R2, wir können abbauen. Verdammt, ich weiß nicht mehr. So. Kacke!
Was zur Hölle wird da denn für eine Animation ausgeführt? Man darf halt laut Lego-Gesetz nicht während des... Facke! Ich hätte die Dinger lieb. Ah! Ich hätte die Dinger tausendmal. Ach! Komm jetzt! Man verliert halt immer scheinbar 2000. Lass mich den Arm da dran setzen! So. Lenk ihn ab. Durfte ich nicht mehr auf ihn werfen. Ärgerlich. So, den musste er ja kaputt machen. Das war doof. Ich habe viel zu viele Stats verloren. Na, geht der nicht kaputt? Wow. Der bringt keine Stats. Müssen wir alle einsammeln, wenn ich so viele verloren habe. Der gute Grievous hustet da oben rum. So. Zack. Es gibt eine perfekte Treppe natürlich. Nein! Du darfst nicht abhauen! Das hätten wir auch. Kacke. Aber ist der Sprung ist doch machbar, oder nicht? Ich meine, der war machbar auch für sie. Schade. Vielleicht auch nicht. R2-D2. Drück den Knopf. Also der zündet die alle, okay. Und natürlich der Bowitz. Perfekt. Ist einfach schneller. Er wartet schon im Hangar. Wir haben noch nicht gewonnen. Noch. Das ist nicht vorbei. So, jetzt. Macht euch fertig. Ui. Aber ist Hooker. To the rescue! So. Moment. Man. Gimme that. So sieht's nämlich aus. Der Krabbe mit einem Dingsdruiden. Oh nein. Das war so weit weg. Okay. War gar nicht so weit weg. Steigen wir hier rum und machen alles kaputt. Schön, dass die Dinger mehr explodieren, wenn man das zweite Mal drauf schlägt. Scheinbar bringt das hier alles nichts. R2-D2 ist hier unten. Stimmt ja. Dann machen wir das auf. Achso, ja, okay. Ich geh erstmal wieder. Wow. Warum? Ich hab doch A gedrückt gehalten.
Scheinbar zu früh. Scheinbar war die Animation noch nicht nach oben. Smash the Button! Okay. Haben wir hier zwei Wolche. Schön alle umgenietet. Spring da drauf! Die sind halt für den Kampf da draußen gemacht, ne? Also die sind schon ein bisschen krasser. Ich hab trotzdem Angst. Dass wir hier nicht genug Teile bekommen. Ein wahrer Jedi zu sein. So, pack das da drauf. Da haben wir nämlich Torpedos. Ah, hier brauchen wir den Siffy. Irgendeinen süßen kleinen Lord. Ich meine, die Stats sehen halt trotzdem, so ist es ja nicht. Kriegen wir am Ende des Spiels ja trotzdem gut geschrieben, aber dennoch war er Jedi, wäre halt schon entspannt. So. Putzen wir erstmal den jungen Mann hier nochmal. Jetzt müssen wir da nämlich ein Torpedo drauf schießen. Und dafür kommen erstmal neue Truppen rein. Yay! Aber wir haben unser Schiff schon mal. So, jetzt machen wir erstmal die alle kaputt. So. Schnupp. Dann brauchen wir jetzt eine Jedi, um hier Anakins Schiff rauszuholen. Bau es! Oh, dieses Geräusch von Lego, ne? So, erstmal zielen. Also. Ich hab mal Glück gehabt. Hier ist nichts, okay. Dann müssen wir nochmal Buttons smashen. Klick, 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 komm schon! Du blöder Asteroide. Dann müssen wir jetzt das Tor aufmachen. So. Oh nein! Zum Raumschiff. Sterben. Ah. Ja, da fliegt das so geil. So, ah, die kämpfen da. Komm schon, R2. Du hast so viele Kämpfe hinter dir. Da wirst du doch diese eine Blechkiste da wohl fertig machen. Ich bin gerade ernsthaft getroffen. Tschüss und tschüss. Aber er lässt sich natürlich nicht so einfach abwimmeln. So, aber leider haben wir damit dann wohl doch
den wahren Jedi verpasst. Ärgerlich. Easy. Anakin kann das. Dass er genau in dieses richtige Loch fällt da. So. Padme, hätte ich beinahe gesagt, Ahsoka. Tut Jedi verpasst, aber immerhin 96 Taul Stats und einen goldenen Stein. Change Tips and Options now unlocked. Sehr gut. Continue Story. Wir können nämlich jetzt. Das ist jetzt noch irrelevant, wird später erst interessant. Das ist eine rot und das ist blau. Ne? Man kann also scheinbar das verändern. Wir können jetzt nach Genosis zurückfliegen. Und hier gibt es auch verschiedene Sachen zu machen später, aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Und jetzt erstmal dreht sich dieses Schiff und geht in den Hyperraum. Das ist so geil. Zack, fertig. Und neue Schlacht. Wo wir mittendrin sind. Das ist so cool. So. Aber, ich hatte gerade folgende Überlegung. Naja, kaum jemand zuguckt. Leider. Und ich auch, da ich meinen Schlafrhythmus gerade versuche zu schieben. Nicht so wach bin, weil ich relativ früh aufgestanden bin. Hatte ich gerade Überlegung, wir beenden das jetzt hier, den Stream. Traurig, aber wahr. Und ich spiele ja am Donnerstag weiter. Und dafür fangen wir Donnerstag einfach mal viel früher an. Also muss noch gucken, wann. Aber man kann ja ruhig gegen 16, 17 Uhr mal anfangen. Ich glaube, das wäre mal ganz cool. Da werde ich nämlich, abends bin ich dann immer für Spiele nämlich, also klar, wir zocken auch spät in die Nacht, irgendwann mal, aber nicht heute. So, aber das Spiel ist schon ziemlich cool, es ist halt, gerade diese Anfangslevel kenne ich halt ziemlich gut, hat sich mal gespielt, deswegen die auch ein wenig langweilig sind, aber vertraut mir, sobald wir die erstmal durch haben, diese Standardmission, die dauern auch gar nicht so lange wie bei einem normalen Complete Saga. Dann geht's richtig ab, weil dann hat man einfach richtig viel zu tun. Kann man richtig viele coole, freie Sachen machen. Und dafür liebe ich dieses Spiel. So. Speichern muss man... auch? Ich wollte gerade sagen, auch nicht. Scheinbar schon. Macht ja alles nichts. Entschuldigung. Exit to Windows. Yes, 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 yes. Alles klar. Gut. Ah, 3 Stunden ist auch eine gute Zeit. So, dann suche ich noch kurz im Musik raus, die man jetzt schön hören kann. Und zwar, der ist cool, der Song. Gut. Ich wünsche euch einen wunderschön. Was zur Hölle will jetzt mein Browser von mir? Okay. Egal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Schlaft, falls ihr schlafen wollt. Zockt, falls ihr zocken wollt. Tut, was auch immer ihr tun wollt. Und wir sehen uns dann spätestens am Donnerstag wieder mit zumindest Lego Star Wars und Vampire's Dawn. Und es war viel früher. Also wie gesagt, 17 Uhr, 18 Uhr, 17 Uhr, 17 Uhr. 17 Uhr können wir erstmal so festhalten. Muss ich noch gucken. Steht ja dann auf dem Discord oder auch hier auf Twitch. Vielleicht passe ich dann die Zeit an. Bis denn, macht's gut. Gehabt euch wohl. Das ist ihr falsches Screen. Den sollte ich euch zeigen. Bis dann. Bye, bye.
Thank you.